city sights. I wanna stay. I hope and pray that you feel the same, that this isn't a game just for tonight. Herzlich willkommen zu Zwischen den Zeilen. Sie ist die literarische Entdeckerin der Eifel, so Dr. Josef Zierden. Auf diese oder ähnliche Kommentare trifft man, wenn man sich mit dem Werk Clara Fiebigs auseinandersetzt. Die einst bekannte Schriftstellerin war erfolgreich, wurde in Trier geboren und hat Trier geliebt. Gemeinsam mit der Germanistin und Gymnasiallehrerin Ina Braun-Josefi beleuchte ich heute diese begnadete Schriftstellerin. Herzlich willkommen, Frau Braun-Josefi. Vielen Dank für die Einladung. Das ist gerne geschehen. Bevor wir uns mit dem Werk Clara Fiebigs auseinandersetzen, stellen Sie uns doch einmal die Person Clara Fiebig vor. Clara Fiebig ist eine Frau gewesen, die im Jahr 1860 geboren worden ist, und sie hat bis 1952 gelebt. Sie ist also 92 Jahre alt geworden. Sie ist am 17. Juli geboren, also das heißt, letzten Montag war ein Gedenktag und der ist teilweise auch begangen worden. Clara Fiebig hat zunächst in Trier gelebt. Sie ist in Trier geboren worden, in der Simeonstraße. Sie ist aber im Alter von 8 Jahren verzogen nach Düsseldorf. Später ist sie verzogen nach Berlin. Dort ist sie auch geblieben. Aber wie Sie gesagt haben, sie ist die literarische Entdeckerin der Eifel. Sie hat das Moseltal, die Stadt Trier und die Eifel immer sehr geliebt. Haben Sie denn ein Foto von ihr, dass die Zuschauer sich mal ein Bild von Clara Fiebig machen können? Ich habe ein Foto mitgebracht, ein Foto von Clara Fiebig. Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme ist sie etwa 30 Jahre alt. Sie sieht aus wie eine Ballkönigin und sie wird auch in allen Schriften der Sekundärliteratur als eine ganz imposante Erscheinung beschrieben. Man sagt immer, also sie war eine große Frau, auch kräftig. Man sagt immer, sie sei üppig schlank gewesen. Sie muss eine sehr bescheidene Erscheinung gewesen sein. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass sie erst im Alter von 40 Jahren zu Ruhm gekommen ist, oder etwas vorher ist sie zu Ruhm gekommen. Vorher hat sie ein Leben geführt, das war nicht immer rosig gewesen. Ist eine Frau ihrer Zeit eigentlich, ne? Ja. 1860 geboren. Sehr schön, vielen Dank. Auf jeden Fall, ja. Wie ist denn Clara Fiebigs Verhältnis zu Trier? Sie haben ja gesagt, sie hat Trier geliebt. Ja, sie ist geboren worden in der Simeonstraße. Ich habe ein weiteres Foto dabei. Das ist das Haus, das stand ehemals in der Simeonstraße 382. Es ist allerdings abgerissen worden und es ist ein neues Haus dort gebaut worden. Da ist heute ein Sushi-Restaurant drin. Leider ist es nicht mehr zu erkennen und leider fehlt auch eine Plakette, die an Clara Fiebig erinnert. Sie hat die ersten 8 Jahre in Trier verbracht und dann ist sie zunächst mal nach Düsseldorf verzogen, aber sie ist wieder zurückgekommen. Und hat Trier geliebt, und man sieht das auch nachher an den Werken, die sie über Trier oder ihre Geschichten, die in Trier spielen, dass schon so eine gewisse Herzenswärme zu Trier da ist. Da sprechen wir aber später nochmal drüber, über die Romane, die in Trier oder im Moselland spielen. Ja. Sie ist als Protestantin im katholischen Trier groß geworden und hat sicherlich auch, sie hat sich ja selbst als Ketzerkind bezeichnet. Ja. Hat sie da was draus gemacht? Hat sie das in der Folge als Protestantin verarbeitet, die katholischen Bräuche, die sie kennengelernt hat? Das hat sie gemacht, auf jeden Fall. Also sie kam ja, wenn ich kurz ausholen darf, sie kam ja hierher, der Vater war preußischer Beamter. Die Preußen waren ja schon mal nicht sehr beliebt. Dann waren die Preußen evangelisch. Sie ist in der Konstantinbasilika getauft worden hat die katholischen Bräuche und Riten immer sehr interessiert beobachtet, irgendwo auch kritisch. Sie hat viel geschrieben über Wallfahrten. Also die Wallfahrten haben sie besonders fasziniert. Hm.
sehr schön, ja. Dr. Josef Zierden beschreibt Sie, ich habe es im Eingang gesagt, als literarische Entdeckerin der Eifel. Was glauben Sie, worin ist das begründet? Das hängt jetzt nicht mit ihrer Kindheit in Trier zusammen, sondern in ihrer Jugend ist sie nochmal zurückgekehrt. Die Familie hat in Düsseldorf gewohnt und der Vater ist krank geworden. Und dann hat man sie hierher geschickt, und zwar zu einem Freund des Vaters, der war Untersuchungsrichter. Sie nennt ihn Onkel Mathieu. Allerdings, den Forschungen zu folgen, ist das offenbar ein Deckname. Sie wollte den Mann wahrscheinlich schützen, also er hieß offensichtlich Mallmann. Mhm. Das ist ja auch ein bekannter Trierer Name. Ja. Und mit diesem Untersuchungsrichter Mallmann, der hat sie mitgenommen. Er musste zu Obduktionen oder zu Untersuchungen in die Eifel fahren. Und da hat er Clara Fiebig mitgenommen und hat sie bei der Wirtin abgeladen. Und man weiß ja, Wirtinnen sind immer sehr gesprächig und zum Schluss wusste Clara mehr als der Onkel, denn die Wirtin, die hat natürlich alles gewusst, was man dem Untersuchungsrichter überhaupt nicht erzählt hat. Ja, ja. Da ist aber auch so die Affinität zur Eifel gekommen, dass sie die Leute kennengelernt hat, dass sie die Umstände, in denen die Personen in der Eifel gelebt haben, auch kennengelernt hat. Und ich denke mir mal, sie hat auch immer eine Unterscheidung zwischen, ich sage jetzt mal, Verbrechen. Warum ist das Verbrechen entstanden? Also sie hat immer die Person in den Mittelpunkt gestellt, oder? Das hat sie gemacht. Und zwar, also sie hat dann ja gesehen, sie hat ja damals schon in Düsseldorf gelebt, was ja dann doch eine Großstadt war für diese Zeit. Und da hat sie Armut gesehen, sie hat ja schlimme Wohnumstände gesehen, andere Sachen hat sie gesehen. Und sie hat sich immer gefragt, warum werden Menschen schuldig? Also es ging ihr nicht, sie ist keine Krimi-Schriftstellerin, so wie Jacques Berndorf, sage ich mal, sondern sie hat schon gefragt, sie ist ja auch eine naturalistische Schriftstellerin, sie hat sich immer gefragt, was sind die Umstände, die Menschen schuldig werden lässt? Ich habe auch ein schönes Zitat dabei. Soll ich das sehr kurz gerne, vorlesen? Sehr gerne. Moment, ich muss zu meiner Brille greifen. Und zwar, sie beschreibt in einem Aufsatz, der heißt, wie ich Schriftstellerin wurde, beschreibt sie, dass sie mit dem Onkel Mathieu über Land gefahren ist. Und Zitat ist jetzt, in den kleinen Eifelgärten, wo wild durcheinander Unkraut und brennende Liebe, Kartoffeln und Sturmhut, Feuerlilien und Nachtschatten wuchern, hörte ich manche Geschichte von Liebe und Hass, von frommem Gelübde und verbrecherischer Schuld, von Wallfahrtswundern und gebrochener Treu, von Neid, von Missgunst. Das sind ja die Themen, die sie dann später auch behandelt hat. Wie draußen in der weiten Welt, so auch hier in der Einsamkeit der Eifel. Nur, dass die Leidenschaften hier wachsen. Sie wachsen ungezügelt, sie werden riesengroß. Also sie ging auch davon aus, dass die Umstände in der Eifel, also gerade die Armut, dass die dazu führt, dass Menschen eventuell zu Verbrechern oder zu Schuldigen werden. Das ist ja auch etwas, was sie in dieser Zeit heraushebt, dass sie sich mit der Armut der Leute auseinandersetzt. Ich habe ein Zitat gefunden, da wird sie als Elendsliterarin oder Rinnsteingeschichten schreibt sie. Also das war ja zu der Zeit auch noch nicht gängig, dass man sich mit den armen Leuten beschäftigt und einen Roman über die armen Leute schreibt. Ja, das war ja grundsätzlich das Ansinnen der Naturalisten. Die wollten die Armut und das Elend der Bevölkerung naturalistisch, also so darstellen, wie es ist. Also Gerhard Hauptmann ist ja ein Vorläufer oder Kollege von ihr, kann man sagen. Und das war auch ihr Ansinnen, also die Armut so darzustellen, wie sie ist. Ja. In welchen berühmten Romanen hat sie denn die Eifel so naturalistisch beschrieben? Können Sie da einige Titel nennen? Ja, der erste Titel und der Titel, der sie eigentlich auch berühmt gemacht hat, das war das Buch Kinder der Eifel.
Das sind Novellen, relativ kurz und sehr anschaulich geschrieben. Da geht es darum, es geht aber auch, also einmal um die Armut der Menschen, es geht auch um eine Wallfahrt. Bei der Wallfahrt, da soll eigentlich dafür gebeten werden, dass die Mutter gesund wird, aber letzten Endes, die Wallfahrerin lernt einen jungen Mann kennen und sie wird ihn wahrscheinlich dann auch heiraten. In diesem Buch hat sie das Elend oder auch sie hat Behinderte dargestellt, also das war damals eine Sache, die man gar nicht wollte, auch wenn sie den Begriff Rinnsteinkunst oder Rinnsteinliteratur nennen. Kaiser Wilhelm höchstpersönlich hat gewettert gegen die Naturalisten und hat gesagt, das möchte er nicht. Also er wollte idealistische Literatur und keinenfalls die Darstellung der Armut. Hm, schlimm, ne? Ja. Das wurde einfach so das unter den Teppich gekehrt. So kann man es nennen, ja. Ja, ja. Sie hat sich auch anderen Regionen zugewandt. Sie haben ja eben gesagt, sie ist aus Trier, von Trier ja. nach Düsseldorf und dann nach Berlin gegangen. Dann hat sich auch den anderen Regionen, wie zum Beispiel dem Rhein oder Posen, der Herkunft ihrer Eltern, ja. Angenommen. Mhm. Wenn man jetzt so das Gesamtwerk sieht ja. und betrachtet, kann man Vergleiche zwischen Clara Fiebig und anderen zeitgenössischen Schriftstellern herleiten? Das auf jeden Fall. Ich habe ja schon genannt, Gerhard Hauptmann, der hat ja zum Beispiel über die schlesischen Weber ein Drama geschrieben. Sie hat zum Beispiel, also das gehört dann auch noch zur Moselliteratur eher, den Winzeraufstand in Bernkastel hat sie dargestellt. Also die Winzer sind ja damals durch Missernten und Billigimporte und zuletzt dann noch ein Hochwasser sind die dazu getrieben worden, das Finanzamt zu stürmen. Also das ist eine Sache, Gerhard Hauptmann. Sie hat allerdings, wie Sie gesagt haben, auch Berlin-Romane geschrieben. Da kann man sie fast vergleichen mit Alfred Döblin, wobei der war später und der war ja dann doch, also hat eine ganz neue literarische Richtung im Grunde begründet. Sie ist auch in ihren besten Zeiten verglichen worden mit Thomas Mann, denn sie hat auch Gesellschaftsromane geschrieben, zum Beispiel einen in Koblenz, der heißt Rheinlandstöchter. Es geht um eine junge Frau. Es ist nicht ganz, also es ist autobiografisch teilweise. Eine junge Frau, die soll heiraten und sie will das ums Verplatzen nicht. Und ja gut, solche, es ging eben um Standesunterschiede dann auch, also das wollte sie nicht. Und letzten Endes ja, ist sie da verglichen worden auch mit den Gesellschaftsromanen von Theodor Fontane oder eben auch mit Thomas Mann. Teilweise hat sie auch Romane geschrieben, da, die laufen über Generationen, ähnlich wie Buddenbrooks. Und letzten Endes ja, stirbt eine Familie aus. Mhm. Das sind ja schon Namen, mit denen man sie vergleicht, die einen literarischen Schwerpunkt haben ja. oder Schwergewicht haben. Das ist ja schon sehr, sehr einprägsam und beeindruckend, auf jeden Fall. Wenn Sie sagen, sie hat sich auch mit der Armut, haben wir ja eben drüber gesprochen, mit der Armut beschäftigt, in Berlin auch. Was ihr auch sehr wichtig war, das ist mir aufgefallen in den Büchern, die ich von ihr gelesen habe. Ich habe zugegebenermaßen nicht alles gelesen, aber dass sie auch immer diese selbstbestimmte Sexualität der Frauen sehr propagiert. Und das war ja im Anfang des 20. Jahrhunderts, um 1900, war das ja auch nicht gerade selbstverständlich, dass sie darauf, dass sie diese schon kleine Emanzipation gerne hätte. Ja, also sie wird auch verglichen mit emanzipatorischen Schriftstellerinnen und das hauptsächlich aufgrund ihres Romans Das Weiberdorf. Mhm. Der spielt in Eisenschmidt. Das ist ja ganz gut von Trier zu erreichen, 40 Kilometer entfernt eventuell. Sie war auf jeden Fall eine Vorläuferin der Emanzipation. Sie selbst war nicht so emanzipiert, aber Das Weiberdorf,
Moment, da habe ich auch den Einband mitgebracht. Das ist der Einband vom Weiberdorf. Also man sieht schon viele Weiber oder viele Frauen und einen Mann. Und die Frauen nehmen sich viel raus in dem Roman. Es geht eigentlich darum, die Eifel war ja das Armenhaus Deutschlands. Man hat die Eifel auch das preußische Sibirien genannt. Und die Männer in Eisenschmidt hatten keine Arbeit und waren da, deswegen Gastarbeiter im Ruhrgebiet. Und sie kamen zweimal im Jahr nach Hause und da ist dann gefeiert worden, da ist sich verlobt worden, da sind Kinder gezeugt worden und ja, dann sind die Männer wieder ins Ruhrgebiet abgewandert. Und das war natürlich hart für die Frauen und die Frauen haben sich an jeden Mann rangemacht, so stellt es Clara Fiebig dar. Die Frauen haben sich an jeden Mann rangemacht, der da war. Ein Mann, das war ein hinkender Mann, der konnte nicht in den Eisenwerken im Rheinland arbeiten, der ist da geblieben. Und ja gut, Clara Fiebig schildert dann, wie die Frauen doch recht ungezügelt sich ausleben, wenn es ihnen denn möglich ist. Und das war ein Skandalroman. Wobei ich aber Stimmen gehört habe, dass es tatsächlich so gewesen ist, dass man es aber nicht gerne gehört hat, dass es so gewesen ist. Ist das so? Also die Leute von Eisenschmidt waren ja zunächst mal entsetzt und zwar über Jahrzehnte waren sie entsetzt. Also dem ist heute eigentlich Bewunderung gewichen. Es gibt ja jetzt auch das Clara Fiebig Zentrum in Eisenschmidt, sehr sehenswert. Und ich denke, Clara Fiebig hat ein literarisches Werk geschrieben und man kann nicht sagen, das war zu 100% so, wie die Frauen sich verhalten haben, aber da ist bestimmt schon das eine oder andere geschehen. Genau. Ja, wenn man nochmal zurückkommt auf die Frage, ist Clara Fiebig eine Feministin, weil sie ja auch, wie gesagt, diese selbstbestimmte Sexualität in ihren Büchern propagiert und auch, ich sage jetzt mal, ungewollte Schwangerschaften oder Schwangerschaften, die nicht aus einer Ehe herauskommen, schon beschreibt und auch sagt, jedes Kind hat sein Recht, auf die Welt zu kommen und jede Frau hat ihr Recht, ihre Sexualität zu leben. So ist sie aber trotzdem nicht unbedingt in ihrem Leben eine Feministin gewesen. Man kann es so sagen, ja. Sie war ja immerhin eine erfolgreiche Schriftstellerin und sie hat ein Leben geführt, das sicher zu der Zeit nicht viele Frauen führen konnten. Aber letztlich, sie hat immer auf ihren Mann verwiesen. Sie war verheiratet mit dem Verleger Friedrich Kohn. Und sie hat immer gesagt, wenn eine Ehe funktionieren soll, dann muss man sich wenigstens dreimal am Tag in der Küche sehen lassen. Und das hat sie offensichtlich auch gemacht. Also da war sie nicht sehr feministisch. Mhm. Ansonsten, wie gesagt, sie war eine erfolgreiche Geschäftsfrau, könnte man schon fast sagen, oder eine erfolgreiche Schriftstellerin. Entschuldigung, und auch letztendlich ein Kind ihrer Zeit oder eine Frau ihrer Zeit. Sie ist natürlich auch den Moralvorstellungen der Zeit gefolgt, obwohl sie da manchmal schon ein bisschen ausgebrochen ist. Ein bisschen, ja. Aber grundsätzlich schon, ja, ist sie den Moralvorstellungen ihrer Zeit verhaftet geblieben und war selbst nicht so futuristisch, wie sie es in ihren Romanen dargestellt hat. Ja, genau. Wenn Sie, die Feministin haben wir besprochen, war sie eine politische Schriftstellerin? Oh, das ist schwer zu sagen. Also Clara Fiebig hat Missstände immer angesprochen. Zum Beispiel in dem genannten Werk Kinder der Eifel. Wie gesagt, es ging eben um einen missgestalteten Jungen oder es ging um die Armut. Aber letzten Endes ist sie dabei geblieben, etwas darzustellen. Und sie hat keine Lösungsvorschläge gemacht oder sie war auch keine, ich sag mal, linksgerichtete Schriftstellerin. Das haben ihr die Linken eigentlich auch zur Last gelegt. Sie haben nämlich genau das gesagt. Also sie stellt dar, aber letzten Endes ruft sie nicht zur Veränderung auf. Wobei sie nachher die Politik doch etwas eingeholt hat. Sie ist ja dann... Ihr Mann war ja Jude, ich sag jetzt mal, Gott sei Dank vor der ganzen Pogrom-Geschichte dann auch gestorben. Insofern hat er das nicht mehr miterlebt und Clara Fiebig galt dann als nicht mehr jüdisch versippt und ist dann aber doch auch irgendwie in den Strudel während des Krieges in den Strudel reingekommen. Sie ist ja dann auch
weggegangen aus Berlin? Wie war das, ja. Frau Paul-Josefi? Ja, sie ist, es hat eigentlich, also man muss aber auch sagen, sie ist ja sehr alt geworden. Und von 1900 bis 1900, oder von 1896 bis 1935 hat sie Romane geschrieben. Und 1935 war sie dann ja auch immerhin 75 Jahre alt. Mhm. Und dann kam eben dazu die Änderung der politischen Verhältnisse. Ihr Mann war gezwungen worden, seinen Verlag zu verkaufen. Also sie hatte ja immer ihren Verleger, das ist dann weggefallen. Und man hat sie dann teilweise noch aufgelegt, aber im Grunde war Clara Fiebig keine Adresse, ja gut, in der Zeit des Dritten Reiches, also das ist ja auch was, was ihr zur Ehre und Ruhm gereicht. Und nach dem Krieg war sie eben eine sehr alte Frau und sie konnte nicht mehr an das anknüpfen, was sie vorher, also an ihre Erfolge von vorher anknüpfen. Schade. Ja. Haben Sie noch Zitate aus Büchern? Ich sehe, Sie haben ganz viele Bücher mitgebracht. Möchten Sie uns noch Textstellen oder eine Textstelle vorlesen, die uns Clara Fiebig näher bringt? Ja, wir wollten uns ja auch über Clara Fiebig in Trier unterhalten und sie hat einiges geschrieben über Trier. Ah ja, da sind wir noch gar nicht dazu gekommen. Also einmal beschreibt sie in einer biografischen Skizze, die heißt Die drei Brauten. Also sie beschreibt dort, sie liebt nämlich Trier, sie liebt Düsseldorf, sie liebt Berlin. Und sie liebt die Posener Landschaft ihrer Vorfahren. Und sie beschreibt dann eben auch die Mosel und Trier und auch die Eifel. Sie sieht in den Spiegel, sagt sie. Da fließt klar und leis die liebe Mosel. Wie ein blaues Band schlingt sie sich in grünen Bergen eng um die Füße. Im schwärzlichen Schiefergestein machen Reben Stock bei Stock dicht gesetzt wie im Plattland die Kartoffeln. Und dann kommt sie nach Trier. Kirchenglocken dröhnen durch die Stille und der herbe Eifelwind trägt diesen einzigen Klang hierhin und dorthin, allüberall hin. Die Glocke mit der mächtigsten Stimme aber hängt zu Trier. Da ruft sie vom Dom, eine beredte Zeugin der uralteingesessenen, siegreichen Kirche. Also die Kirche und die katholische Kirche hat sie immer sehr interessiert. Und doch ist es nur ein Katzensprung von da zur Porta Nigra. Christentum und Heidentum treten sich in Trier fast auf die Füße. Ja, das hat sie also auch gesehen. Sie ist ja, sie sagt immer, sie ist im Schatten der Porta Nigra ja zunächst mal aufgewachsen. Und dann lobt sie auch noch Trier und sagt, ich habe mir just den schönsten Winkel der ganzen schönen Rheinlande zum Geborenwerden ausgesucht. In Trier, unweit der Port, wie das Römertor im Volksmund heißt, stand meine Wiege. Sie schaukelte im Takt mit den frommen Kirchenglocken, ich schlummerte süß bei deren Schall und doch war ich ein Ketzerkind. Ja. Also das kommt dann nach der Kirche immer nochmal, also das muss sie dann nochmal betonen. Das Ketzerkind, genau. Das heißt, so hat sie sich ja selbst beschrieben. Ja. Sie lesen und zitieren Clara Fiebig mit sehr viel Wärme und sehr viel Enthusiasmus. Wie sind Sie denn auf Clara Fiebig gekommen? Es ist ja ein ganz wichtiger Teil in Ihrem literarischen Leben letztendlich, Frau Paul-Josefi. In meinem literarischen Leben, wobei ich auch noch andere Leben habe. Natürlich. Das natürlich schon. Ich habe im Grunde mir immer gedacht, warum schweifen wir immer in die Ferne? Warum haben wir so eine Fernsehnsucht, wenn doch das Gute so nahe liegt? Wobei, ich muss natürlich schon einschränken, Clara Fiebig, ich finde, sie ist eine großartige Erzählerin und wunderbare Schriftstellerin. Aber natürlich, es gibt einen Goethe, es gibt einen Schiller, es gibt einen Heine oder einen Fontane, wie gesagt. Die sind natürlich nochmal, also das ist eine Klasse, da kommt ja auch kaum ein Schriftsteller ran. Aber Clara Fiebig hat mich interessiert. Ich interessiere mich schon immer für regionale Schriftsteller, die eigentlich aber auch Weltrang erreicht haben. Ich bin eigentlich ja Rheinhessin, komme aus der südlichen Kante von Mainz und in meiner Jugend habe ich mich für Karl Zuckmayer sehr interessiert.
Das war allerdings noch zu Zeiten, da war ich noch keine Studentin, da habe ich das einfach gelesen. Und dann hat mich das Schicksal nach Trier verschlagen und da habe ich Clara Fiebig kennengelernt. Mhm. Und ja, habe einige Romane von ihr gelesen und dann habe ich gedacht, also diese Schriftstellerin, die muss ich auch meinen Schülern nahebringen. Aber ihr Interesse geht ja weit über die Romane hinaus. Also ich habe ja ihre fulminante Sammlung von Texten, von Aufsätzen, von allem gesehen. Also Sie sind ja da schon sehr akribisch in der Suche und in der Recherche der Quellen. Und dieses intensive Interesse, wo kommt das her? Sie müssen ja, das ist ja fast schon, dass Sie es finden wollen, dass Sie neue Quellen finden wollen über Clara Fiebig. Ja, ich habe auch einiges gefunden. Ja. Das sind natürlich kleine Sachen, denn die großen sind schon erforscht. Ja, es packt einen dann eine Leidenschaft. Ich finde es aber auch schade, also ich habe ja eben gerade die großen Literaten genannt, aber ich finde es sehr schade, der literarische Kanon, der ist sehr willkürlich zusammengesetzt. Und ich finde, Clara Fiebig ist eine Schriftstellerin, die muss man dem Vergessen entreißen. Ja. Damit bin ich nicht allein. Es gibt auch andere, die sich darum bemühen. Und das war mein Beweggrund, damit anzufangen, eine Sammlung anzulegen. Und irgendwann packt einen halt auch die Sammelleidenschaft. Ja. Sie haben eben gesagt, dass Sie aus dieser Sammelleidenschaft und aus diesem Interesse an Clara Fiebig im Grunde auch entschieden haben, das bringe ich meinen Schülern nahe oder Clara Fiebig bringe ich meinen Schülern nahe. Ist das heute noch ein Thema mit in der Schule und wie reagieren die Schüler auf Clara Fiebig? Ja, das ist ein Thema in der Schule, das auf jeden Fall. Also man kann ja Clara Fiebig wunderbar in den Lehrplan integrieren als Naturalistin und auch als Frau. Denn der literarische Kanon ist auch sehr von Männern besetzt. Das kommt noch dazu. Und ich lese mit den Schülern in der Regel Geschichten oder beziehungsweise Romane, Novellen, die hier in der Gegend spielen. Da ist vor allen Dingen Die goldenen Berge, der Roman über den Winzeraufstand in Bernkastel, also der spielt am Bremmer Kalmont. Das ist eine Sache, da interessieren sich die Schüler dann auch dafür, die kennen die Region. Ich war auch mal an einem Gymnasium, also in Kochen an der Mosel am Gymnasium und das ist dort um die Ecke und die kennen die Region und dann haben die Schüler Interesse für sowas. Ja. Ich denke, ein Fixpunkt ist ja dann schon, dass man die Gegend kennt oder dass die Schüler die Gegend kennen. Ja. Insofern können sie das auch richtig einschätzen und dann Clara Fiebig aus ihrer Zeit heraus zu erklären, ja. Warum war sie so. Ja. Das ist natürlich auch immer eine spannende Geschichte, die Schüler sicherlich auch interessieren. Das auch, ja. Ja. Denn sie beschreibt die Zustände an der Mosel eben vor 100 Jahren und da war es schon etwas anders. Wir kennen ja heute die Armut gar nicht mehr oder diese, wir leben ja alle mit Netz und doppeltem Boden, kann man sagen, durch Versicherungssysteme und sonst was, aber das gab es damals nicht und das ist schon für die Schüler von Interesse. Das lässt sie vielleicht auch die Gegenwart ganz anders schätzen. Ja, und vielleicht sind auch inzwischen die Großeltern nicht mehr da, die noch aus der Armut erzählen können, denn so weit ist das nicht von uns entfernt. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Nein, das war ja in den 1930er Jahren, das ist noch nicht mal 100 Jahre her. Genau. Und da waren die Verhältnisse noch völlig anders. Genau. Wenn sich unsere Zuschauer über Clara Fiebig informieren möchten, wo kann man sich dahin wenden? Wo kann man Informationen über die Person und über das Werk finden? Die erste Anlaufstelle heutzutage ist natürlich das Internet. Da kann ich auch darauf verweisen. In Wikipedia habe ich einiges eingestellt zu Clara Fiebig, einige Artikel zu ihren Werken. Dann kann man zum einen im Internet, also man kann diese alten Bücher kaufen.
Zum Beispiel Das Kreuz im Fenn ist ein Buch, das spielt allerdings jetzt in Monschau, also in der Nordeifel. Man kann die antiquarisch kaufen. Dann hat man natürlich den Vorteil, dass man so wunderschöne Einbände dabei hat. Also diesen Einband hat Fritz von Wille gestaltet. Mhm. Sie hatte auch immer mondäne Gestaltungen oder beziehungsweise ganz bekannte Maler oder Zeichner, auch Heinrich Zille hat ein Band gestaltet. Also das kann man machen. Dann kann man auch beim Rhein-Mosel-Verlag, der ist im Moment dabei, das eine oder andere Werk in der Regel aus der Eifel zu verlegen. Oder es gibt auch in Düsseldorf das Heinrich-Heine-Institut. Die geben auch Bücher von Clara Fiebig raus. Mhm, mhm. Und es gibt eine Clara Fiebig-Gesellschaft in Bad Berthisch, an die kann man auch sich auch wenden. Ja. Man kann sie im Internet finden. Ja. Das war auch eine Quelle für mich, ehrlich gesagt. Genau, ja. Also das sind die zwei nahen Quellen eigentlich. Also das Clara Fiebig-Zentrum in Eisenschmidt und der Clara Fiebig-Pavillon in Bad Berthrisch. Genau, genau. Ja. Wollen Sie uns den Zuschauern noch mal zum Schluss eine kleine Passage aus einem der Bücher vorlesen, was Ihnen so ins Auge gestochen ist oder wo Sie denken, das würde ich gern noch Eine Sache möchte ich noch zeigen. Ja. Clara Fiebig war treue Abonnentin des Trierischen Volksfreundes und hat zu ihrem 90. Geburtstag eine Urkunde bekommen vom Trierischen Volksfreunde für langjährige Treue und auch für das Hochhalten der Region Eifel und Trier in ihren Werken. Mhm. Dann möchte ich Trierer noch besonders ans Herz legen. Clara Fiebig hat zwei Romane geschrieben. Mhm. Einen Schinderhannes-Roman, der ist gar nicht mehr bekannt. Der heißt Unter dem Freiheitsbaum. Und zwar, der beginnt auch in Trier. Moment, da muss ich einmal meine Brille wiederholen. Der beginnt in Trier mit den Worten: Ins Gässchen sieh um dich, läuten die großen Glocken der Stadt, von der Pellinger Höhe und dem Franzensknüppchen, von dem einst Franz von Siggingen die Stadt beschossen, vom Grünberg durch die traubenbehängten Reihen der Rebstöcke herab, dröhnen Kanonieren, die Trikolore weht. Also es ist ein Schinderhannes-Roman Unter dem Freiheitsbaum und der handelt also zum einen natürlich vom Schinderhannes, zum anderen von den Umständen der Französischen Revolution in Trier und in der Eifel. Mhm. Also es geht drunter und drüber, es ist aber trotzdem ein wunderbarer Roman, er ist anders als zum Beispiel der Schinderhannes von Zuckmayer, da haben wir ja so einen Draufhauer, also gut verkörpert in Kurt Jürgens. Bei Clara Fiebig spielt natürlich auch wieder die Armut und auch die Banden eine große Rolle, die ja die Wirren der Politik ausnutzen, um ihr Unwesen zu treiben. Also das ist der eine Roman Unter dem Freiheitsbaum. Und der zweite Roman ist ein historischer Roman. Das ist jetzt eine neue Auflage aus den 1980er Jahren. Prinzen, Prälaten und Sans-Culotten. Der Titel verrät eigentlich nichts davon, was das Bild zeigt. Sie kennen ihn. Wenceslaus. Genau, also der letzte Trierer Kurfürst, Clemens Wenceslaus, er hat ja leider wenig in Trier residiert. Ja, genau. Er hat in Koblenz residiert, in ihrer Heimatstadt. Ja. Aber trotzdem, er kommt ja auch nach Trier. Er war ein aufgeklärter Fürst und wollte eigentlich viel Gutes tun. Er hat Schulen eingerichtet, er hat ja hier das Priesterseminar eingerichtet letztlich. Aber bei seinem Einzug in Trier wollte er sparen, weil er gesehen hat, die Staatskasse ist leer. Und das haben ihm die Trierer sehr übel genommen. Da lese ich einen kleinen Abschnitt vor. Da geht es nämlich auch darum, also man hat sich erhofft ein großes Fest. Man hoffte sich vor dem Stadthaus, der Steipe, einen Regen von Münzen aus den Fenstern. Aus dem Petersbrunnen auf dem Hauptmarkt würde anstatt des Wassers Wein fließen und Laugenbrezeln und Würste gab es und zur Nacht Freibier. Und nun sollte von dem allem nichts, gar nichts sein. Clemens Wenceslaus wünschte keinerlei Aufwand. Alle unnötigen Kosten hatten zu unterbleiben. Das gemeine Volk schimpfte. Knicker, Knauser.
allgemeine geheime Missstimmung. Ja. Also die Trierer hatten von Clemens Wenceslaus weniger gehalten, aber trotzdem ist es auch ein Buch, das lesenswert ist, in dem sie sehr gut die Geschichte recherchiert hat und das auch letztlich darin endet, als Vorgänger von dem Schinderhannes-Roman Die französische Revolution erreicht dann Trier. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie uns Clara Fiebig nahegebracht haben. Vielen Dank, dass Sie Clara Fiebig nochmal haben aufleben lassen. Ich finde es ganz wichtig, dass sie auch weiterhin nicht in Vergessenheit ist, sondern dass man nochmal an sie denkt, denn es liest sich wunderbar und gerade wenn man so die Gegend kennt, ist das immer sehr schön, eine Zeitreise zu machen. Das stimmt, ja. Und das möchte ich nochmal betonen. Man mag Clara Fiebig oder ihre Stoffe mögen oder nicht mögen. Sie ist wirklich eine hinreißende Erzählerin. Und das war sicher auch einer der Gründe, warum ich mich so dafür interessiert habe, ihr Werk zusammenzusammeln. Denn man nimmt ein Buch in die Hand und man legt es erst wieder weg, wenn es ausgelesen ist. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Braun-Josefi. Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Das war unser Gespräch über Clara Fiebig. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie diese Sendung oder andere Sendungen anschauen wollen, können Sie das tun in der Mediathek ok54.de/mediathek. Und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In your car. It's warm, talk away to you, this feels so right, city with sights. I wanna stay, I hope and pray that you feel the same, that this isn't a game, just for tonight.